So. Huch. Ich wurde irgendwo hingeschickt. Oder doch nicht? Ja. Mir sieht es gerade so aus, als ob ich irgendwo hingeschenkt werde. Da passiert die Action. Hm? Okay. Geschenkt? Du bist Geschenkheit. Die haben die Station Van Musa entdeckt. Banu Musa. Ja, die ist bei mir wieder. Och Mann, ey, dieser bescheuerte. Dieses blöde Handelsschiff, was nicht handeln kann. Ja, dieser bescheuerte Erkundertrupp. Der sollte südlicher erforschen. Oh, nein. Dass du da oben bist, das weiß ich doch. Bin ich denn nur von mit Inkompetenz? So, ab jetzt kann ich euch wieder erzählen, was ich vorschimpft. Wenn ihr es unbedingt wissen wollt. Ja, spann uns nicht mehr auf die Folter. Okay. Also, jetzt gerade Alien-Lebensformen. Aber das davor, das ist immer noch ein Geheimnis. Alien-Lebensformen. Alien-Lebensformen setzt Genetik voraus. Du hast Genetik erforscht. Oh nein! Logischerweise, stell dir vor. Genetik, Alien. Weil ich den Gentresor gebaut habe, muss ich ja wohl auch irgendwie Genetik erforscht haben. Oh, ich kann's mir denken. Ich weiß, was er macht. Scheiße. Ich kann's mir denken. Ich kann's mir auch denken, aber... Ich glaube da nicht, dass ihr es euch denken an, also. Könnt, weil ich eine andere Forschung vorher gemacht habe. Vorleben, Alien-Lebensform? Ja. Dann weiß ich's. Scheiße. Mal schauen. Ah, dammit. Ich behaupte ja, dass ihr es nicht wisst. Ja. Ich behaupte, dass ich's weiß. Dann sagt mal, was ist mein Plan? Sicherlich nicht. Oh mein Gott, Herzschlagen. Oh. Ich würde zwar nicht drauf wetten, aber ich würde sagen, du willst diese scheiß Ektogenese-Kapsel bauen. Da liegst du falsch. Ich weiß nicht mal, was das ist. Du weißt nicht, was... Ja, ich lieg falsch. Yes, ups. Die Ektogenese-Kapsel. Ah ja, da ist sie. Okay, dann forschen wir die doch als nächstes. Das ist nicht gut, das ist nicht gut. Nein, das meine ich jetzt nicht, ich meine... Ja? Mein Kopfhörer sind rausgeflogen. Und deshalb habe ich gerade kurzzeitig das über Kopfhörer gehört. Oh. Okay. Weil ich mich so gefreut habe, dass du das nicht erforscht hast. Yes, Rams! Hier, premature happiness. Was ist oh das? Oh mein denn? Gott. Ach ja, der miasmische Repulsor. Okay, was treibe ich denn mit dem Glump? Mein Gott, wie inkompetent kann ich eigentlich sein? Hier. Das ist doch perfekt. Guck mal, wie du aufholst, Blacky. Soll ich denn da noch... Du holst gerade extrem auf. Ich habe 10 Punkte gemacht und du hast irgendwie... 30? Ja gut, ich habe 2 neue Städte gegründet und einen Dingens gebaut und ein Wunder gebaut. Also irgendwas muss ich ja tun. Dann verstehe ich das absolut nicht, aber egal. Dann verstehe ich die Punkteverteilung nicht. Oder kriegt man für Modernisierungen auch Punkte? Weiß ich nicht, ich glaube ja. Okay, dann verstehe ich es wieder. Ich glaube, man kriegt für alles Punkte, aber am Start kriegt man am meisten Punkte für neue Städte und Wunder. So war es bei Civ 5 zumindest. Ich hole auf. Ja, du bist sowieso unglaublich, mit einer einzigen Stadt 218 Punkte zu haben. In dem Moment. Also, stell dich nicht unter den Scheffel. Du bist schon ziemlich gut. So, wo ist mein... Hab ich den noch nicht gebaut? Was? Was? Nee, da steht er. Okay. Was? Ich hab nur gerade so einen Typen gesucht, den ich gebaut hatte. Der war irgendwie nicht mehr da, wo ich ihn vermutet hatte. War ein bisschen seltsam. Steht Minenbau. Schade, dass ich die Stadt brauche, um zu handeln. Oh mein Gott. Die eine Basis wurde ausgelöscht. Schade. Ja, eigentlich wollte ich mit der handeln, aber... Einige wollen anscheinend nicht. Hallo? Produzier mal bitte das jetzt. Nein. Das hier ist auch fertig. Was nun? Ja. Ich könnte mir ein neues Geländefeld kaufen. Aber lohnt sich das mehr, als wenn ich mir ein Gebäude kaufe? Das ist immer die Frage. Der Recycler ist in 2 Runden fertig.
Das Vivarium wäre doch was Feines und das habe ich noch nicht im Bau. Wenn ich doch genauso viel Geld wie ich habe, dann habe ich nur noch eine Energie übrig. Ja, das lohnt sich. Das Schöne ist halt, bei sowas ist das halt ein sofortiger Bonus. Wohingegen, wenn ich mir ein Geländefeld kaufe, naja, ist halt nicht ganz so geil. Muss ich erstmal was draufbauen, damit sich das lohnt? Na, nicht unbedingt. Also, es gibt Momente, wo sich das echt manchmal lohnt. Ja, manchmal. Zum Beispiel, wenn dein nerviger KI-Gegner dir jedes Stückchen Land unter den Fingern wegreißt. Ja, das unbedingt. Ja, das stimmt. Da habt ihr vollkommen recht. So. Oh, was haben wir denn da? Kupfer. Blacky, machst du das mit Absicht, so alles hier anzugucken? Dann könnte ich, ja, ich fange damit auch an. Oh, Titan und oh, Chitin und oh, Algen sogar zweimal und nochmal Basalt und Kieselerde und Faser. Ja, jetzt und sei mal nicht so. Ich habe mich drüber gefreut. Dafür habe ich auch was anderes gerade, ja, okay, erlebt. Ich habe festgestellt, dass die Fernbasis 1 mir schon wieder den Weg blockiert hier. Scheiß blöde Basen. Das ist wieder mal typisch. Kontraproduktiv. Ich muss also meinen... What the fuck? Nein. Sag mal, seid ihr was denn? Blöd oder was? Da hat sich gerade der Soldatentrupp vom Kolonisten entfernt und ich dachte, jetzt ist der Kolonist tot. Okay. Jo, keine Ahnung, du. Was bei dir so läuft. Ja, ich hab nur so gesehen, so, oh, der Soldat entfernt sich. Was, der Soldat entfernt sich? So. Fuck. Wenn man aus, ja, wohl sollte auch so toll gehen. Ach was, jetzt steht Minenbau verschwunden. Gerade wo ich mich zurückgezogen hatte. Mhm, sehr intelligent. Mistviecher. Schlimmer als die Aliens. Ganz ehrlich. Oh fuck, jetzt. Da hätte ich mal besser achten drauf sollen. Oh, bei mir ist auch schon eine Station in den endlosen Wüstenhügeln untergegangen. Das sieht immer noch aus wie Las Vegas, finde ich. Cool. Hast du auch nett zu meiner Musik gerade betituliert. Bei mir wird gerade eine Arie gehalten. Ich habe jetzt eine kostenlose Technologie und ich habe keine Ahnung, wofür ich das einsetzen soll. Für eine Technologie, die lange für dauert. Für das, was am meisten kostet. Ja, das Problem ist nur, ja, die bringen halt nichts, weil die kosten so viel, also die Gebäude, die man da baut, die kosten fast so viel zu bauen wie ein Wunder. Okay. Vielleicht bringen sie dir aber auch so viel. Musst du also wissen. Also theoretisch alles, was über 10 Runden dauert, ist zu also forschen. Also 55 Runden, ist, okay, sehr sinnvoll. Mal 55 Runden. So. Lohnt sich schwer, würde ich behaupten, ja. Affinitätspunkte. Ich hab noch gar keinen. Diesmal lesen wir sie uns aber ganz genau durch. Mal schauen. Als wir auf diesen Planeten gekommen sind, haben wir eine Reihe von Pflanzen, bla 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 bla. Lesen wir mal ganz genau durch. Also doch nicht ganz genau durchlesen. Ja. Wir ignorieren. Das war gerade das, was ich auswählen also konnte. Also du ignorierst die Verbreitung von der Pflanze, also sie soll eher dich nicht erwähnen. Möglicherweise, ja. Und dann musst du dich auswählen, dass sie Nahrung bringt, 10%. Sonst gehst du auf Supremacy. Möglicherweise. Glucky. Ich hab so ein Kribbeln in den Fingern, also... Feld. Ja, kribbel mal. Lass mal kribbeln. Weil ich in der nächsten Runde... Bam! Ja, bam? Dann bam mal. Okay. Bang your head. Gleichstand mit Titte Simon. Es läuft. Du hast ihn überholt mit 4 Punkten. Ja, das ist ja keine Kunst. Also, nee, ich meine ja... Nee. Bei mir steht da Gleichstand. XP. 224 ja, insgesamt. Das ist ja keine Kunst, das will ich damit ich sagen. Ich war vorher 100 Punkte hinter dir fast. Das ist eine Kunst. Aber mich einzuholen ist echt keine Kunst. Oh. Nee. Oh. Das lohnt sich ja noch mehr. Du hast also eine Ektogenese-Kapsel gebaut. Das ist ja mal interessant. So. Das war eins meiner was Ziele. Was machen wir denn dann? Dann machen wir das als nächstes, anstatt das, was ich sonst davor hatte. Oh, was ist denn jetzt? Was habe ich ausgelöst?
Gut, dass du es jetzt gebaut hast, weil eine Runde später hätte ich mit dem Gendesign-Forschung angefangen. Du hast mir also eine ganze Forschung gespart. Oh, die machst du nicht. Oh, das ist gut. Nö, erstmal nicht. Es lohnt sich nicht. Später vielleicht. Später bestimmt noch. Falls wir überhaupt noch so weit kommen. Ja, ist jetzt ja schon Runde 67. Okay, das heißt, die Punkteanzahlen sind nicht gleich, aber die Rundenanzahl. Das ist schon mal gut. Jo. Habe ich bei dir nicht 224 Punkte? Nö, 228. Okay. Kann ich mitleben. Ich kann in die Zukunft gucken. Was brauche ich denn jetzt noch? Ja, irgendwie sowas. Nope. Ja, das nope. 224 Ach, shit. Ist genau punktgleich. Das ist ein Problem. Naja, okay. Wir bauen jetzt einfach mal. Mal schauen, was ich daraus kriegen kann. Ah ja. Das wäre natürlich besser in der anderen Stadt, aber wir bauen es einfach mal trotzdem. Und dann bauen wir noch das hier und das hier. So, geht doch. So gefällt mir das. So, und du sitzt jetzt erstmal rum und tust gar nichts. Weiter. So. Meine Leute dürfen nichts tun. Das ist wirklich hier Gesetz gerade. Sozusagen. Bleibt bei euch auch gerade alles stehen? Ja, jetzt bewegt sich wieder was. Ah ja, ja. Jetzt geht's. Questentscheidung. Auf was will ich denn gehen? Bestimmt nichts Vernünftiges. Wie lange dauert diese Erkundung hier noch? 2 Runden, ha? Naja, gut. Macht nix. Hätte eh kaum was gebracht. Plus 20 Forschung, das ist nichts. Das lohnt sich nur in der ersten Runde. Ich konnte gerade einen Wert auswählen und ich habe auch gerade eine Expedition am Laufen. Mhm. Aber plus 20 Forschung ist bei den Forschungen, die ich treibe, schon irgendwie sehr, sehr nutzlos. Das spart mir am Schluss nicht mal eine ganze Runde. Soll heißen, ich habe mehr als 20 Forschung pro Runde. Na Jungs, wie läuft's bei gerade euch so? Gerade ganz gut. Abgesehen davon, dass gerade eine Alien-Wand vor mir so steht. Wo ich eigentlich meine nächste Stadt gründen wollte. Okay. Und Handelskonvoi. Was bauen wir hier sonst noch? Das hier und Nee. Das hier und das hier. Lohnt sich schwer. I killed an alien! Hi Simon. Du willst hier nicht durch, oder? Was? Ich meine deinen Erkunder. Okay. Ich hoffe nicht, dass der da durch will. Aber ich denke, er wird schon eine alternative Route einschlagen. Blackie? Er ist stehen geblieben. Wie wird's aussehen mit der Zeit jetzt so? Lass mal nachsehen. Lass mal noch 2 Runden machen. Ja, ich versuch's. So, dann machen wir mal da. Wow. Bisschen schnell. Oh, fuck. Das war klar. So, mal schauen, was wir jetzt machen. Wie läuft's eigentlich mit deinem Tempel der goldenen Glocke? Die nehme ich auch immer, wenn ich sie kriege. Hab ich. Also der ist gerade auf Stufe 3. Also er ist jetzt auf Stufe 2 und demnächst hoffentlich auf Stufe 3. Nice. So, wie öffnet man nochmal das Diplomatie-Menü? Du gehst ganz unten in die nächste Runde. Da ist dann globaler Wahl und da gehst du auf Diplomatie. Ach, da. Okay. Wollen mal sehen.
Irgendwo muss ich ja meine Informationen herbekommen. Ja, das habe ich doch schon vorhin gesagt. Ja. Ich habe wieder eine lange Runde vor mir. Vor allen Dingen dieser ganze Straßenbau. Ist richtig schlimm. Ich mache das immer schon, bevor die Städte überhaupt gegründet werden. Versuche ich zumindest. Früher habe ich einfach gesagt, so, ihr baut jetzt mal automatisch eine Straße hin und fertig. Mal abgesehen davon, dass die Städte, die am Wasser sind, ich weiß. Die Städte, die am Wasser sind, sind sowieso mit der Hauptstadt verbunden. Das ist automatisch so. Wenn ich nicht aufpasse und die Straße automatisch produzieren lasse, dann geht mein Bautrupp drauf wegen Miasma. Und ja, habe ich auch gemacht. Die Stadt ist gerade erst gesetzt worden, beziehungsweise der Stationspunkt, und die Straße ist fast fertig. So, wo war ich? Ah ja, richtig. Guck ich nochmal. Ich verstehe das nicht gerade. Da funktioniert doch schon wieder was nicht. Sag mal, zu wissen, wo eure Städte stehen, reicht wohl nicht, oder wie? Wieso? Ja. Ich kann etwas nicht machen, was ich gerne tun würde. Was mit meiner Forschung zusammenhängt, der ich nicht spreche. Okay, das hast du also getan, okay. Autsch. Oh Mann. Jetzt machen wir erstmal das, was ich tun kann. Und dann stehe ich echt Hallo? Am Arsch. Das ist ja mal blöd. Ernsthaft? Ja, bei mir ist jetzt einmal kurz nicht die Aufnahme zu sehen, weil Civi hat sich mal eben so einfach beendet. Okay. Oh mein Gott. Ernsthaft Information. Das heißt, wir beenden hier hinterher. Nee, also bei mir stand gerade als Information, ein Stecker wurde eingesteckt und auf einmal ist das Civi abgestürzt. Mhm, ja, du bist auch gerade aus dem Spiel gegangen. Warte, ich kann sonst nochmal beitreten. Ja, lass mal, wir wollten sowieso aufhören. Die Runde. Ich mach nur noch. Warte, aber dann macht Kenny vielleicht irgendwelche Scheiße und so, das will ich nicht. Nein, der kauft sich irgendwelche Scheißsachen. Ja, okay, schau, dass du doch joinst, aber eigentlich bin ich gerade fertig geworden. Ja, aber wenn du jetzt auf nächste Runde drückst, dann. Okay, ich speichere nur. Gut, dann. Also, Leute. Wieder mal ein klasse Ende. Das letzte Ende war, als ich meinen Kolonist verloren habe. Dieses Mal ist Mr. XP geflogen. Mhm. Einmal alles funktionieren lassen. Einmal! Oh, ich weiß nicht mal warum. Das war noch nie. Warte. Also dann, bis zum nächsten Mal. Servus. Jo. Tschüss. Tschüss. Ha. Warte mal, wer bist du? Oh, schon wieder Detective Beardo. Cool. Ich weiß nicht, warum immer ich. Das ist geil. Das ist mal, oh, guck mal, die hat einer das Ring-Video abgegeben.